Leute, es ist soweit. Endlich mal News, die sich auch für ein Video lohnen, anstatt Clickbait zu machen. Wir haben wirklich ein erstes Q&A bekommen von den Devs. Vor 17 Stunden ist es passiert. Wir werden das heute alles im Video zusammen durchsprechen. Bevor wir das tun, kurz zwei Updates für euch. Ich habe gerade zwei Videos in Arbeit. Das werden ein bisschen umfangreichere Videos. Die handeln auch von Space Marine 2, weil ich super viel Spaß in diesem Game habe. Das zweite ist, dass es Warhammer 40k Figuren jetzt im Figurenshop bei mir gibt. Ich habe einen eigenen Online-Shop für Figuren. Heißt figurenshop.com, also schaut gern vorbei, falls ihr da mal einen Blick drauf werfen möchtet. Jetzt geht's aber los und zwar mit dem Q&A. Ich habe das hier mit dem Browser auf Deutsch übersetzt. Das ist also keine offizielle deutsche Übersetzung, nur damit ihr das wisst. Sie bedanken sich einfach für das Feedback und so weiter und so fort. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Gute News haben wir bezüglich der Verbindungsprobleme. Wir wissen, dass einige von euch Serverprobleme haben, Spielstände verloren gehen oder sich nicht mit Freunden verbinden können. Wir erhöhen die Serverkapazität, um die Belastung zu reduzieren. Und sie arbeiten Tag und Nacht daran, diese Probleme zu beheben. Das hat für das Team höchste Priorität. In Kürze ist ein größerer Patch geplant, um dieses Problem weiter zu beheben. Ein nächstes großes und wichtiges Thema, was ich im Laufe der letzten Wochen jetzt immer wieder auch gehört habe, sind die Bots. Das ist mir auch aufgefallen. Sie werden regelmäßig von uns als ineffizient bezeichnet, da sie Solospiele deutlich schwieriger machen. Ich habe mittlerweile ehrlich gesagt den Eindruck, wenn ich mit Randoms im PvE unterwegs bin, dass ich lieber mit Bots spiele, weil die helfen mir ehrlich gesagt manchmal mehr als die Randoms. Aber ja, ihrer Meinung nach beteiligen sie sich nicht an der Zielerreichung oder leisten in angespannten Situationen nicht genug. Die Antwort von den Devs ist, dass sie etwas passiv wirken, ja, weil sie nicht wollen, dass die Bots den Spielern selbst die Show stehlen. Und manchmal können sie etwas zu passiv sein, das geben sie zu. Im nächsten Patch haben sie einige Verbesserungen vom Verhalten bei Bosskämpfen in der Kampagne bereit und sie denken auch darüber nach, die Beteiligung an bestimmten Zielen in der Kampagne für einen späteren Patch zu verbessern. Dann nochmal bezogen auf die Kampagne mit den Bots. Der Veteranen-Schwierigkeitsgrad soll im Solo-Modus zu schwer sein, da die Bots beim Erreichen der Ziele nicht helfen. Die Devs antworten, wir werden den Veteranen-Schwierigkeitsgrad in einem zukünftigen Patch anpassen. Er wird weiterhin herausfordernd sein, aber etwas fairer, da wir die KI-Aggressivität in diesem Schwierigkeitsgrad optimieren werden. Andere Schwierigkeitsgrade bleiben unverändert. Jetzt wird es auch noch mal richtig interessant, denn sie gehen jetzt auf die PvE Operations ein und da zum Beispiel auf den Assault. Assault wird häufig als weniger mächtig als andere Klassen aufgeführt, also das Jump Pack im PvE verliert im Vergleich zu dem in der Kampagne seine Vielseitigkeit. Wir sammeln immer noch Daten zu diesem Problem, um zu sehen, wie wir daran arbeiten können. Also hier dieses Feedback haben sie tatsächlich auch mitbekommen und sie schauen, was sie da tun können. Finde ich gut. Dann das nächste, die Community sieht die Waffeneigenschaft Blocken bei Nahkampfwaffen als schlecht an, da die Möglichkeit zur Meisterung zunichte macht, weil es kein perfektes Parierfenster gibt. Wir sind völlig der Meinung, dass das ein Mist ist und wir werden in einem zukünftigen Patch definitiv Änderungen vornehmen. Das ist jetzt mal eine sehr, sehr interessante Sache. Die Nahkampfwaffen mit dem Blocken, ne? Also wer schon mal mit einer Nahkampfwaffe im Blocken unterwegs war und dann hat versucht irgendwie was zu parieren, der ist wahrscheinlich völlig verzweifelt. Also zumindest ging es mir so. Ich habe gedacht, was ist das für ein Schrott? Und das finde ich cool, dass sie jetzt mittlerweile auch so merken, hey, irgendwie ist das jetzt so eine Sache. Naja, auch dieser Punkt ist mega gut. Das ist auch eine Sache, die mir immer wieder durch den Kopf geht. Also die Boltgewehrfamilie ist leistungsschwach, während das Meltergewehr als übermächtig gilt. Also in einem Video, was jetzt noch erscheinen wird, wie ich euch gesagt habe, in den nächsten ein bis zwei Wochen, werde ich das Melter oder die Melter ganz einfach hervorheben und sagen, wie krass die sind im Vergleich zu anderen. Und die Devs antworten auch drauf. Uns ist ein Fehler aufgefallen, bei dem der Melter dem Benutzer erlaubt, über die angestrebte Gesundheit hinaus zu heilen. Wir wollen das im nächsten Patch beheben. Was den Rest der Waffenbalance angeht, verstehen wir sie und manche Waffen können auf höheren Schwierigkeitsstufen nicht die gewünschte Power liefern. Das Gefühl habe ich auch. Wir erkennen, dass die Feinde auf höheren Schwierigkeitsstufen zu kugelschwammig sind, also Bullet Sponges sind, ist damit gemeint, das ist jetzt von der Standardübersetzung so drin. Die Monster einfach auf höheren Schwierigkeitsgraden, da hältst du zum Beispiel beim Sniper mit der SMG, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber da hältst du über ein Magazin rein in den Kopf und es passiert gar nichts. Und das ist schon richtig krass, dass das nicht so viel Spaß macht. Finde ich schön, dass sie das auch so merken. Das ist das Kernproblem, also nicht die Bolter selbst, nicht die Waffen selbst sind das Problem, sondern dass die Monster in den höheren Schwierigkeitsgraden so viel Schaden fressen können, dass man sie halt nicht kleinkriegt mit diesen Waffen. Und im Moment testen sie einige Anpassungen des Schwierigkeitsgrades, damit die Feinde weniger Gesundheit haben, aber der spannende Schwierigkeitsgrad erhalten bleibt. Ja gut, ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird und freue mich drauf.
Im nächsten Bereich geht es dann mehr um Quality of Life. Es wurde darum gebeten, im Operationsmodus, also PvE, mehrere Spieler derselben Klasse haben zu können. Es ist auch frustrierend, wenn zwei Spieler derselben Klasse angehören wollen, wenn es beim Matchmaking zu Frustration kommt. Auch ein Punkt, den ich aufgeführt habe in einem von den kommenden Videos. Man wird einfach mit Leuten zusammengeschmissen, wo eigentlich das System wissen könnte, hey, da ist schon jemand mit der gleichen Klasse. Dann musst du die entweder wechseln oder du bist schon direkt im Match mit drin und dann hast du ja, Pech gehabt, hat einfach die Antworten. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, Matchmaking zu verbessern, damit sie nicht mit Spielern derselben Klasse zusammentreffen. Das lässt sich nicht so einfach beheben, daher wird es einige Zeit dauern, bis wir es umsetzen können. Was die Verwendung derselben Klasse betrifft, möchten wir diese Regel für das reguläre Matchmaking nicht ändern. Also sie wollen nicht ändern, dass mehrere gleiche Klassen in einem Team sein können. Sie beziehen es aber mit ein bei der Erweiterung privater Lobbys, dass es in Betracht gezogen wird, dass die gleiche Klasse mehrfach in einem Team sein kann. Sie werden einige Zeit brauchen, um damit fertig zu werden, dieses Matchmaking halt auf die Reihe zu bekommen. Als nächstes haben wir, dass es beobachtet wurde, dass Spieler zu toxischem Verhalten neigen, wenn sie während eines oder von der Gruppe von Freunden organisiertes Spiel später rausgeworfen werden, damit ihr Freund die XP bekommt. Mir ist das bisher zum Glück nur einmal passiert, dass ich einfach rausgeschmissen worden bin aus einer Operation. Das ist unfair, das sagen die Devs auch und jeder Spieler erhält XP basierend auf seiner tatsächlichen Beteiligung an der Mission. Die Antwort finde ich witzig jetzt nachfolgend. Gespeicherte Loadouts beinhalten keinen Fähigkeitsbaum Anpassungen, was sie weniger relevant macht. Also, dass man zusammen mit einem Loadout auch einen anderen Skilltree speichern könnte, um einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Und sie antworten einfach, dies hat für uns im Moment keine Priorität. Also, das ist ja direkt und ehrlich, fair enough, würde man glaube ich sagen auf Englisch. Der nächste Bereich dreht sich ums PvP, finde ich auch sehr interessant, denn ich bin da auch immer wieder unterwegs. Wir haben vorgeschlagen, das Taggen als Sechser-Trupp zu ermöglichen, also dass man sich als Sechser-Trupp quasi eintragen kann fürs PvP, so verstehe ich das. Wir verstehen das Bedürfnis, wir möchten benutzerdefinierte PvP-Lobbys hinzufügen und den Spielern mehr Kontrolle über das Spiel geben, zum Beispiel Frag-Limit, Klassenbeschränkung und so weiter. Das ist nicht so einfach zu machen und es braucht Zeit. Wieder also Geduld, während wir daran arbeiten und werden informieren, sobald es neuere Infos einfach dazu gibt. Als nächstes geht es um die Balance im PvP. Sie wurden darauf aufmerksam gemacht, dass Schockgranaten zu stark sind. Viele von ihnen halten Nahkampfgranaten außerdem für zu schwach. Assault gilt im PvP als schwach. Bulwark ist in Eroberungszonen übermächtig und Heavy ist übermächtig. Zu viel Schaden für seine Haltbarkeit, also für seine Durability, die er hat, einfach, dass er viel Schaden fressen kann. Besonders, weil er eben den Fernkampfschaden blocken kann. Ich hatte es ja in der Klassenvorschau damals gesagt, dass Heavy im PvP mit Sicherheit eine geile Nummer sein kann. Und ja, wir haben jetzt eigentlich die Bestätigung, der Heavy reißt schon ordentlich was runter hier. Assault, je nachdem, was man mit dem macht, finde ich in PvP gar nicht so schwach, aber gut, darüber lässt sich streiten. Was das PvP-Balancing betrifft, lesen und verarbeiten wir derzeit die Daten. Das ist die Antwort von den Devs. Sie möchten keine voreiligen Entscheidungen treffen, also sie wollen sich aus dem Gesamtbild machen über die gängigsten Probleme und Themen wie Nahkampf-Balancing, Schockgranaten, Bulwark, schwere Waffen wie Eroberungsspielmodi zu präsent sind. Erwarten sollten wir einige Änderungen oder Optimierungen, aber bereits im ersten großen Inhaltspatch, aber nicht woher. So wie ich das nächste interpretiere, ist, dass es kein Teamausgleich nach Spielen führt dazu, dass mehrere Spiele hintereinander unausgeglichene Spiele stattfinden. Also wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen blöd übersetzt, aber wenn man ein PvP-Match macht und dann das Match vorbei ist, dann bleibt das Team eigentlich so bestehen, außer man geht dann selbst zum Beispiel aus dem Team raus und startet nochmal neu, dass man sich einträgt für die Warteschlange. Wenn man das aber nicht tut und wenn das alle nicht tun, dann bleibt es quasi bei demselben Team-gegen-Team-Verhältnis und wenn das erste Team oder auf der einen Seite das Team mega schwach war und abgelost hat, dann wird es quasi beim nächsten Match auch genau wieder so ins Spiel und in das nächste Match reingebracht und was dann passiert, ist eher absehbar, nämlich das Team wird wieder verlieren, weil es halt einfach schwächer ist. Sie sagen, das haben wir schon öfter gehört und wir wollen das in Zukunft mit Patches verbessern, wir kümmern uns darum. Als nächstes geht es um die Spawn-Standorte, die können zu Spawn-Kill-Situationen führen, also dass sich das gegnerische Team einfach dort platziert, wo die Feinde eigentlich dann wieder auftauchen, nachdem man sie gekillt hat. Dies wird in einem zukünftigen Patch mit einigen Parametern optimiert. Wir werden einen Spawn-Schutz implementieren, also den wird es wohl geben. Cool. Dann haben wir das Thema auch von der Backe. Kommen wir neue Farben für die Linsen, also für die Lenses, ist es auf Englisch. Neue Linsenfarben sind geplant und kommen bald im nächsten großen Patch. Hier haben wir auch etwas, was ich in der Community öfter schon mitbekommen habe. Es
kam der Wunsch auf, einfach für jede Klasse die gewünschten Chaos Space Marine Legionen auszuwählen. Einfach, dass man die Chaos-Seite, die Heretiker, auswählen kann und mehr Individualisierung hat im PvP. Also auch die Chaos-Seite, wenn man der zugeteilt wird, dass man da so aussehen kann, wie man gerne möchte. Es gibt viele Einschränkungen in der Geschichte, die uns daran hindern. Also zum Beispiel können sie keinen Scharfschützen mit einer World Eater-Rüstung bauen. Es ist sehr schwierig, Rüstungsteile fürs Chaos zusammenzustellen. Die ragen durcheinander, unterschiedliche Größen und Stile und so weiter. Und es ist für PvP ihnen eigentlich wichtig, dass man die Klasse des Gegners leichter erkennen kann und die visuelle Identität jedes Einzelnen wollen sie eigentlich beibehalten. Sie werden es jetzt nicht so lassen, wie es momentan ist, und die möchten die Chaos-Anpassungen erweitern, aber in Wirklichkeit werden sie so nicht modular sein wie die Loyalists, also wie eigentlich die normale Seite, die wir halt meistens zocken. Hier haben wir die größten Anpassungsmöglichkeiten. Das heißt, auf Seite der Heretiker haben wir dann weniger Optionen und so wird es wahrscheinlich auch bleiben. Hier sind nicht Kurse gefragt, sondern neue Klassen, nur damit ihr das wisst, von der Übersetzung etwas schlecht. Aber es ist definitiv etwas, worüber sie intensiv diskutieren, also neue Klassen zu bringen. Das Hinzufügen einer neuen Klasse ist ziemlich produktionsintensiv, da wir je nach unserem Ziel auch alle Anpassungen, PvP-Chaos-Modellvarianten und Animationssets erstellen müssen. Wir halten sie diesem Thema auf dem Laufenden. Eigentlich war das mal im Ideenbereich so, dass es so klang, dass sie das eigentlich definitiv vorhaben zu machen. Warum sie jetzt sich so vage dazu wieder ausdrücken, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Ich würde es schade finden, wenn keine neuen Klassen kommen würden. Bei den Ideen klang das irgendwie ziemlich safe. Hier klingt es jetzt so, naja, wir werden mal sehen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt von weiteren Verkaufszahlen abhängt oder nicht. Dann das Thema fehlende Rüstungsfarben und Cosmetics einfach. Wir möchten in kommenden Patches bestimmte Farbmasken wie Handaufkleber und Gesichtsmasken erweitern. Wir werden irgendwann alle Successor-Chapters hinzufügen. Zwinker-Smiley. Es sieht so aus, Leute, dass neue Nahkampfwaffen kommen könnten. Neue Nahkampfwaffen wären definitiv eine extrem coole Ergänzung. Eine Waffe herzustellen und zu entwerfen ist in Ordnung, aber wir müssen alle Finisher-Animationen dafür erstellen. Das wird einige Zeit dauern. Klingt für mich also ziemlich safe. Big News, Leute, also zumindest für mich als ein bisschen RPG-Fan, das Gesicht vom Marine anzupassen. Es ist keine schnelle Lösung in Sicht, aber wir werden eine Option hinzufügen, um das Gesicht ihres Marines zu ändern. Also coole Sache. Da wird es definitiv wohl Customization geben, einfach um den Space Marine den eigenen Bedürfnissen anzupassen, finde ich sehr, sehr nice. Optimierung von PvP Crossplay, das ist auch etwas, was häufig gewünscht wurde, weil bisher können ja nur die Konsolenspieler miteinander spielen und die PC-Spieler miteinander spielen. Die sagen, wir brauchen mehr Zeit, um das zu besprechen. Benutzerdefinierte PvP-Lobbys werden einen Großteil des Problems lösen. Also es sieht ganz so aus, dass sie bei den benutzerdefinierten PvP-Lobbys, die sie ja gerade planen, dass man dann vielleicht einstellen kann, anhaken kann, hey, ich möchte auch Crossplay machen mit Konsolenspielern, und dass man so dann die Möglichkeit hat, einfach als Konsolenspieler auch gegen PC-Spieler anzutreten. Und wenn man das so machen könnte, benutzerdefiniert, finde ich das die beste Lösung, weil dann hat jeder die Wahl, sich zu entscheiden, möchte ich da mitmachen oder möchte ich da nicht mitmachen. Dann geht es um die Thunderhawk-Anpassung. Die vollständige Anpassung von der Battle Barge und Thunderhawk ist sehr cool, steht aber nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Wir möchten, dass unsere Grafikteams sich auf die Erstellung neuer Maps konzentrieren. Dann geht es um den Pyroblaster im PvE oder PvP. Wir werden es hinzufügen, aber es wird aufgrund der visuellen und spielerischen Weiterentwicklung einige Zeit dauern. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also beim Pyroblaster geht es meines Wissens um den Flammenwerfer eben. Wir hatten den ja im Kampagnenmodus schon eigentlich mit drin. Das heißt, den gibt es eigentlich schon als Waffe im Game. Warum also nicht für die PvE-Operations und PvP? Ich würde dann mal leider befürchten, dass den wahrscheinlich der Heavy kriegt, aber lasst mich dann ja mal überraschen. Vielleicht profitieren ja auch andere Klassen davon. Dann gab es den Vorschlag, dass man die KI-Teammitglieder individuell anpassen kann nach seinen Wünschen. Das ist noch in Diskussion. Benutzerdefiniertes Rüstungsprofil können wir löschen. Also daran wird gearbeitet im nächsten Patch. Dann vielleicht kurz und knapp, also es gibt Field of View, Schiebregler, linke, rechte Schulter vertauschen, das sind zwei Themen. Sie sagen hier beim Schiebregler, sie sind selber damit nicht zufrieden, den visuellen Aspekt des Spiels beeinträchtigen kann, und außerdem ist es sehr komplex. Unser Spiel ist kein Ego-Shooter, Kamera wird sehr filmisch, verändert ständig die Position. Sie verstehen aber, dass es ein beliebter Wunsch ist, und also ziehen sie ihn trotzdem in Betracht, also Field of View, Schiebregler, dass da irgendwas passieren könnte in Zukunft als Option.
Dann sagen wir aber mal kurz und knapp, einfach, dass wir das hier nicht so lange ausführen, Schultertauschfunktion wird nicht in Betracht gezogen. Also Sie werden das nicht hinzufügen, Schultertausch wird es nicht geben. Hier auch nochmal kurz und knapp, es ging um die Aufhebung der Klassenbeschränkung für Umhänge und Wappenröcke, also das unterschiedliche Klassen auch Umhänge zum Beispiel tragen können und so weiter. Die sind Teil der Klassenidentität. An den Elementen kennt man zum Beispiel den Scharfschützen. Also mit dem Umhang erkennt man zum Beispiel den Scharfschützen dran. Das werden sie wohl nicht ändern. Hier ist auch eine krasse Antwort eigentlich zu den I-Frames. Also Unverwundbarkeit, während man diesen Schuss macht, wenn das rote Fadenkreuz auf dem Gegner landet und man einen kurzen Schuss machen kann, mit dem Bolter quasi direkt auf die Monster drauf. Schusswaffenangriffe sind eine Aktion mit Risiko und Belohnung, können sehr leicht spammen. Man kann das auch sehr leicht wiederholen quasi. Aus Gründen der Balance haben wir bewusst kein I-Frame draufgesetzt und wir haben nicht vor, diese Absicht zu ändern. Also hier auch natürlich straight deren Statement, muss man auch respektieren. Sie wollen da gar kein I-Frame drauf haben. Sie wollen, dass es ein Risiko ist, dass man sich entscheidet, möchte ich diesen Schuss setzen oder möchte ich darauf verzichten. Man muss also wirklich beachten, dann sind zu viele Monster da oder kann ich ihn gerade tatsächlich platzieren, den Schuss. Ich finde, es sind einige richtig geile News mit dabei. Also, dass wir den Space Marine zum Beispiel anpassen können, ist eins von meinen persönlichen Highlights. Aber auch, dass sie an den Bots arbeiten, dass wir beim PvP wahrscheinlich diese Lobbys bekommen, dass dann auch Crossplay mit Konsolen möglich ist, finde ich richtig coole Sachen. Und sie haben allgemein einfach viele Kritikpunkte aufgegriffen, die ich auch immer wieder mal hier und da gelesen habe. Deswegen finde ich beide Daumen hoch, was sie da gemacht haben. Sie sind tatsächlich auf Sachen eingegangen, wo ich auch ganz viel im Kopf hatte, noch einfach was kritisiert wird, und finde es nice, dass sie da einfach der Sache so offen begegnen und auch mal sagen, okay, da machen wir nichts, aber da machen wir was. Und bei vielen Sachen machen sie oder wollen sie auf jeden Fall tatsächlich was machen. Also in diesem Sinne, Leute, finde ich gute News, alles in allem. Lasst mir aber gerne eure Meinung da. Was haltet ihr von diesen Verbesserungen, die kommen sollen oder die nicht kommen sollen? Ich freue mich und danke euch natürlich fürs Reinschauen hier. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht es gut und ciao.